es ist ja ein Privileg, auf dieser Höhe, auch in diesem Umfeld, mit diesen Bergen im Hintergrund, eine Destillerie betreiben zu dürfen. Eines der Vorteile ist, dass wir sozusagen eine langsamere Destillation haben mit tieferen Temperaturen und dadurch viel mehr florale Noten im Whisky dann haben werden. Ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird sich da sehr, sehr viel Schweiß und Keine. Ob dann wirklich der Einfluss der Höhe im Whisky nach 5, 10, 20 Jahren ersichtlich ist, steht noch aus. Unsere Ambition liegt darin, dass es nicht ein Whisky ist, der möglichst nah ähnlich einem schottischen ist, sondern klar als solches, als Schweizer Produkt, schmeckbar ist.